Montag entgleiste gegen 1.38 Uhr im Hauptbahnhof Heidelberg eine unbesetzte S-Bahn bei einer Rangierfahrt von Gleis 1 zum Abstellwerk West und kam im Gleisbett zum Stehen. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Bekannt ist nur, dass sie an einer Weiche aus den Schienen gesprungen ist. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich zwischen 150 und 200.000 Euro. Im Heidelberger Hauptbahnhof waren wegen der Bergungsarbeiten seit den frühen Morgenstunden die Gleise 1 bis 4 gesperrt. Dadurch kam es seitens der Bahn zu erheblichen Ausfällen im Nahverkehr und zu Umleitungen im Fernverkehr. Gegen 16.15 Uhr waren die Reparaturarbeiten an den Weichen und Schienensträngen abgeschlossen, sodass im Anschluss die Gleissperrungen aufgehoben werden konnten. Insgesamt fielen 16 Züge komplett aus, 109 Züge hatten Verspätungen und 40 Züge wurden umgeleitet.